Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute, wie ich dieses glamouröse, frühlingshafte Gemälde gemalt habe und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das erste, was ich immer mache, ist ein bisschen die Form vorzeichnen, ungefähr was ich mir vorstelle, wo was ist. Und das muss auch nicht besonders detailreich sein, sondern eher grob. Als nächstes mache ich die Spachtelmasse drauf. Ich habe hier eine Künstler-Spachtelmasse. Das ist ganz besonders wichtig, weil wenn ihr normale Spachtelmasse nehmt, dann ist es ziemlich schnell bröckelig. Die Leinwand ist ja ein elastisches Material und wenn die gebogen wird, was ja eigentlich beim Malen ständig passiert und die Spachtelmasse trocknet, dann wird sie rissig. Und das passiert nicht, wenn man Künstler-Spachtelmasse benutzt. Die ist ein bisschen teurer, aber letztendlich lohnt es sich. Und hat meistens einen Acrylzusatz, sodass halt die Textur auch elastisch ist und sich quasi mit der Leinwand mitbewegt. Das sind die Acrylfarben, die ich für dieses Bild benutzt habe. Ich mische immer sehr viele Töne ineinander und brauche daher auch recht viele Farbtöne. Die zwei haben da einfach nicht mehr aufgepasst, deswegen zeige ich euch die extra. Genauso wie diese beiden, also ein Van Dyck Braun, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und ein Schwarz, Lampenschwarz. Mit den dunklen Tönen mache ich immer erstmal die untere Schicht. Das gibt so ein bisschen Tiefe. Ich arbeite immer von dunkel nach hell und mache quasi so einen Farbgradienten, den ich mir da aufbaue. Und ja, da tobe ich mich eigentlich eher aus. Da habe ich jetzt keine spezielle Vorgehensweise, wie ich das immer mache. Aber so eine Grundlinie, an der ich mich orientieren kann, ist halt immer, dass ich von dunkel nach hell arbeite. Und ganz am Ende halt nochmal meistens eine Schicht an hellen Farben drüber gebe und dadurch erreiche ich halt auch eine schöne Tiefe in den Bildern. Ihr seht ja hier, dass ich verschiedene Schattierungen von Grün damit reinbringe. Ich mache das meistens so, die innere Farbe ist immer die dunklere und dann gebe ich zum Beispiel ein Grün an den Rand von dieser Farbe und dann vermische ich die so ein bisschen ineinander. Und das kann ich am besten mit solchen Borstenpinseln. Bei mir sind die schon so abgenutzt, dass die richtig weich sind, also dass ich damit fast schon wie mit so einem Schwamm arbeiten kann. Und das ist für mich ideal. Ich werde die auch benutzen, bis sie komplett kaputt gehen. das macht einfach auch total Spaß. Das ist irgendwie total satisfying, wenn man da so die Farben ineinander mischt. Und ich liebe das einfach. Probiert das mal aus. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Bild, was ich hier gerade male, ist ein Auftrag gewesen. Der Kunde hatte sehr spezielle Vorstellungen davon, wie das Bild aussehen soll, beziehungsweise welche Farben da drin vorkommen sollen. Und für mich beim Malen habe ich so ein bisschen an den Dschungel gedacht, wo so gerade neue Blüten hervorkommen und blühen.
Und das ist halt diese Seite mit dem Magenta. Die rechte Seite ist ja in einem Rosa und Burgunder gehalten, mit so ein bisschen Puderrosa und Pink. Für mich hat das Bild halt eine pflanzliche Seite und eine florale Seite. Okay, ich meine, Blumen sind natürlich auch Pflanzen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also die eine Seite ist halt eher so blütig und die andere Seite ist so Dschungelblattwerkmäßig. Auf jeden Fall habe ich halt an sowas gedacht und ich finde, irgendwie passt das auch sehr schön zum Frühling. Deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, den Auftrag zu gestalten. Ich gehe jetzt hier nochmal mit einem helleren Ton drüber, einfach um diese Schattierungen noch ein bisschen einzuarbeiten. Und das geht halt immer am besten, wenn die Farbe noch ein bisschen nass ist. Deswegen male ich meistens nass in nass bei solchen Bildern. Richtig Struktur bekommen die Gemälde eigentlich immer erst durch die Benutzung des Malmessers. Das benutze ich gerne, um so ein bisschen Farbe weiter weg zu verteilen. Also ich nehme damit Farbe auf, ziehe die glatt und verteile sie quasi an der anderen Stelle nochmal, sodass das Ganze ineinander übergeht. Damit kann ich halt ja, diese Ecken und Kanten auch sehr schön gestalten und das kann man so schön ineinander verblenden, dass es am Ende halt so eine, wie so eine Schattierung aussieht. Und ich finde diesen Effekt einfach ganz toll und ich benutze das bei fast jedem Bild, was ich male. Wenn man so ein Bild malt, vor allem eins, was einen tiefen Rahmen hat, so wie dieses, sollte man nicht vergessen, die Kanten auch mit zu bemalen. Und ich mache das jetzt hier zum Beispiel immer im selben Farbton, wie er auch oben auf der Leinwand erscheint. Man kann es auch anders machen, man kann auch einfach zum Beispiel die Seiten weiß bemalen oder dunkel oder so dunkelgrau, das sieht auch ganz hübsch aus. Ich mache es halt jetzt hier so, ist aber auch kein Zwang, also kann man machen, wie man möchte. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ich das goldene Blattmetall auftrage und dafür benutze ich als erstes diese Schnellanlegemixion. Was für ein Wort. Oh Amy, echt jetzt? Die Katze schreit im Hintergrund. Wie auch immer.
Und die trage ich einfach genau an die Stellen auf, wo ich das später haben möchte. Es erfordert ein bisschen Übung, gebe ich auf jeden Fall zu, dass man da so eine Technik entwickelt, wie die Formen am Ende gut aussehen. Also die Form von dem Blattmetall soll natürlich auch gut aussehen an der Stelle. Ich male jetzt hier auch so ein paar Adern sozusagen rein in das Bild, weil ich halt möchte, dass es am Ende aussieht wie von Gold durchzogenes Marmor oder so. Und das mache ich halt auch mit einem feineren Pinsel. Das kriege ich nämlich mit dem größeren Pinsel nicht so gut hin. Das muss ja auch eine feine Linie sein, deswegen am Ende kommt ja das Blattmetall drüber. Und da soll die Linie dann auch möglichst fein aussehen. Den Wecker auf 15 Minuten. Manchmal braucht man aber auch ein bisschen länger, wenn man zum Beispiel zu dick aufgetragen hat mit dieser Anlegemilch, dann braucht es ein paar Minuten mehr. Es sollte halt angetrocknet sein, aber natürlich nicht komplett trocken und es sollte auch nicht mehr flüssig sein. Und dann könnt ihr das nach 15 Minuten circa anlegen. Das Ding heißt ja eigentlich Schlagmetall und normalerweise klopft man das ein. Ich möchte aber ja gerade diese unebene Struktur haben, deswegen zerreiße ich das immer so ein bisschen und dann verteile ich das mit diesem großen Rundpinsel, sodass quasi diese Partikel, die dann abgehen am Rand, weil die sich ja auch ganz leicht lösen, weil das so ein feines Material ist, sodass die sich halt nochmal weiter verteilen. Und das gibt dann auch so ein Farbgradient-Effekt, so ein bisschen, ne? Dass dieses Gold halt dann auch noch so ein bisschen mit eingearbeitet wird in die Farbe drumherum. Bei dem Bild wurde sehr viel goldenes Blattmetall und Blattsilber verwendet. Da fällt auch immer einiges runter. Und ich sammle das dann immer einfach auf und verteile das dann nochmal so auf die Stellen, wo dieser Kleber noch drauf ist und reibe das dann so ein, also dass das so richtig reingearbeitet wird. Das gibt dann auch nochmal einen ganz hübschen Effekt, finde ich. Ja, die Partikel muss man natürlich am Ende auch wegsaugen, weil sonst fliegen die überall in der Wohnung rum. Die Leinwand ist ziemlich robust, man kann die einfach absaugen.
Und da mache ich mir einfach auch keine großen Umstände mit. Da kommt einfach der Staubsauger drüber und fertig. Das Bild wird natürlich auch von mir noch signiert, da lege ich auch sehr großen Wert drauf. Ja, mir ist hier dann noch eingefallen, dass ich da eigentlich doch noch ein paar feinere Linien mit reinbringen wollte. Also habe ich die noch einfach mit dem Edding ergänzt. Damit kann man ja auch sehr schöne feine Linien zeichnen und auf Acryl ist das halt auch kein Problem. Ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gern einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Schaut auch gern mal in meinen Shop oder auf meine Website. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.